Wie viele kann man da noch? Kriegt man dann irgendwann diese Sternsplitter oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Aber es sieht wirklich unglaublich schön aus, muss ich sagen. Also diese Sternensplitter kriegt man tatsächlich. Muss man da irgendwo Spezielles hingehen? Oder? Ich habe das Gefühl, so ein Sternensplitter müsste ja runterfallen, dass man den irgendwie kriegt. Oder runterfallen? Kann man die abschießen? Nee. Oder? Nee. Macht ja keinen Sinn, also. Oder? Ah, die Splitter kommen auf jeden Fall. Halt mein erster Gedanke, die Dinger sind am Himmel. Damals, falls ich mich richtig erinnere, konntest du noch UFOs abschießen. Ich frag mich, ob es das immer noch gibt. Euphemia. Da ist sie. If you wish upon a star. Ja, das heißt, ich krieg auf jeden Fall noch was von dem zurück. Und tatsächlich schon eine Brücke. Wie kann ich eigentlich mein Haus irgendwo anders hinstellen? Weil ich dachte, ich bin jetzt in der Lage dazu. Oder zu... Oh nein, das war ein schöner Käfer! Oh, das tut mir leid. Da wollte ich eigentlich mein Haus hinhaben. Wer hat da jetzt sein Haus hingetan? Ach ne, warte, da wollte ich mein Haus nicht hinhaben. Da wollte ich mein Haus hinhaben. Ah, okay, dann brauche ich erst das Rathaus. Muss ich erstmal kommen. Hm. Ja, da muss ich wohl später ein paar Bewohner verscheuchen. Ach, Schmerle. Stimmt, ich will ja noch Sachen verkaufen. Really? Das Geschenk. Ja, der gute Nuke möchte immer bezahlt werden. Das haben wir rausgefunden. Ich glaube, den Kirschblütenboden habe ich bereits. Das macht keinen Sinn. Okay, Tom Nuke. Beziehungsweise Nuke Inc. Nukes Laden. Immer dieser böse kleine Tanuki. Gibt es Resetti eigentlich noch? Also ich wage es gar nicht, das rausfinden zu wollen. Die Stinkwanze vor oder nachdem ich bei Eugen war? Ich gucke lieber nochmal nach, sicher, sicher. So, warte, die Dinge habe ich ja gemacht, weil ich sie haben will. Das verkaufen. Ah, schade. Resetti war so ein unglaublich witzig böser Charakter. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Er war so lustig dargestellt, wie der sich aufregt. Und der dich einfach nicht loslässt. Egal, wie sehr du dagegen gekämpft hast und A gespammt hast und sonst was. Der lässt dich einfach nicht gehen, weil du die ganze Zeit
das Spiel verarschen willst, indem du nicht richtig speicherst. Naja, ich habe keine Ahnung, was ich mit den Eiern anfangen soll. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch so großartig machen kann. Beziehungsweise, mir fehlt irgendwie das Interesse an diesen Eiern. Ich weiß es nicht. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Das heißt, ich muss alle Anleitungen finden von den Eiern und... Oh, warum... Warum ich? Achso, stimmt, ich kann die erstmal. So, die schöner. Was hat sie mir da hingestellt? Ach, noch eine Leiter. Süß. Was mache ich denn mit den Eiern? Also ich müsste tatsächlich alle Anleitungen finden. Alles herstellen. Ich interessiere mich so selten für Ostern. Ja, die Eier kommen leider, also glücklicherweise für die, die sie sammeln, sehr schnell. Aber ich finde die tatsächlich eher lästig. Uff. Das ist die Behelfswerke. Ist das die Mini-Welt? Ja, die wollte ich hier haben. Ich weiß noch nicht, wo ich die hin tue. Meine Wohnung sieht auch schon sehr modern aus. Möbel, 22 Kleidungsstücke. Das heißt, von jedem Ei, jeder Eiart, müssten es dann ein paar sein. Aber wir kommen auf 21 Kleidungsstücke. Gibt es wahrscheinlich noch mal eins, das extra ist. So, die Akustikgitarre. An die Wand? Jeans an die Wand? Oh, okay. Dachte schon. So. Irgendwann so wollen wir noch gucken. Man später eigentlich noch mehr Platz, weil ich bin da immer ein bisschen greedy. Möchte so viel sammeln wie möglich. Das ist ja auch so ein interessantes Prinzip. Ach so. Gehe ich gleich mal aus. Jeans an die Wand hängen. Wäre ich nie drauf gekommen. Machen Leute sowas? Vermutlich. Süß. Da. Könnte ja so ein Elvis aussehen dahin tun. Das heißt, da kommt noch mal ein Upgrade. Nice. Von wegen nicht mehr spoilern. Nee, alles gut. Schön, schön.